Haritaki gilt im Ayurveda als König der Heilpflanzen. Dieses Superfood verbessert die Verdauung, entgiftet den Körper und verhilft zu schöner Haut und Haaren. Haritaki wird in Indien als lebensverlängerndes Elixier verehrt. Viele indische Yogis nehmen einen Teelöffel Haritaki-Pulver pro Tag ein, um Körper und Geist fit zu halten. Haritaki ist ein 30 Meter hoher Baum, im deutschsprachigen Raum wird er schwarzbrauner Mirobalane genannt. Er wächst in Indien, Bangladesch, China und Nepal. Seine Früchte werden 3 bis 4 cm lang. Haritaki verbessert die Verdauung. So wird die mangelnde Nährstoffaufnahme vermindert, Verstopfung behandelt und Blähungen lassen nach. Außerdem ist Haritaki ein Heilmittel für schwere Darmentzündungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Haritaki stärkt die Magenschleimhaut, reduziert übermäßige Magensäure und hilft schmerzhafte Magengeschwüre durch Stärkung der Magenschleimhaut zu verhindern. Haritaki ist reich an antioxidativen Polyphenolen wie Gallussäure und Ellagsäure, die in Studien den Helicobacter pylori Bakterien bekämpfen und das Risiko von Magengeschwüren verringern. Haritaki ist auch ein Entgiftungsmittel für den Körper. Es regt die Leber an, Giftstoffe aus dem Körper auszuscheiden. Haritaki ist hilfreich beim Abnehmen, weil es eben die übermäßige Fettansammlung im Körper hilft abzutransportieren. Das Superfood soll den Sauerstoffgehalt im Blut erhöhen, deshalb wird Haritaki oft von Patienten mit allgemeiner Schwäche und Lethargie eingenommen. Viele Menschen, die Haritaki verwenden, spüren einen energetischen Effekt, das heißt, sie haben mehr Energie, mehr Kraft. Und Haritaki senkt zu hohen Blutzucker bei Diabetes, ist also hilfreich auch, um die Insulinsensitivität zu verbessern. Eine Studie zeigt, dass ein Extrakt von Haritaki-Früchten eine dosisabhängige, aber signifikante blutzuckersenkende Wirkung auf das Blut ausübte. Haritaki wird traditionell in Indien gegen Mundgeschwüre eingesetzt, als Mundwasser. Die Früchte werden gekaut oder das Fruchtwasser wird gegurgelt, so wird die Mundschleimhaut gesund gehalten. Haritaki ist auch ein Mittel, um Husten und Bronchitis zu behandeln. Zu diesem Zweck wird ein Teelöffel des Pulvers mit einer kleinen Menge Honig vermischt und eingenommen. Haritaki ist auch ein bekanntes Mittel für schöne Haut und Haare. Menschen, die unter Haarausfall und Schuppen leiden, wird Haritaki sehr empfohlen. Auch bei Akne und Hautreizungen wird ein Pulver oder eine Paste aus heißem Wasser hergestellt und Haritaki und nach dem Abkühlen direkt auf die betroffene entzündete Stelle aufgetragen. Also äußerlich aufgetragen, kann Haritaki die Hautheilung beschleunigen und Akneausbrüche verhindern. Haritaki nimmt eine Ausnahmestellung im Ayurveda ein. Haritaki wird die Mutter aller Kräuter und König der Medikamente genannt. Die Liste der gesundheitlichen Vorteile dieses Superfoods ist lang und sehr gut dokumentiert. Haritaki gilt als Zerstörer von Krankheiten und als Eliminator von Giftstoffen und Abfällen im Körper. Dadurch wird die Verdauung verbessert und ein gesunder Gewichtsverlust gefördert. Die Pflanze ist ein leistungsstarkes Verjüngungsmittel, das insbesondere die Funktion von Dickdarm, Leber, Milz und Lunge positiv beeinflusst. Haritaki soll die körperliche Kraft und das Durchhaltevermögen erhöhen. Auf geistiger Ebene verbessert diese Heilpflanze die Intelligenz, das Bewusstsein, indem es mentale Blockaden beseitigt. Während die moderne Wissenschaft und Medizin gerade erst alle Vorteile von Haritaki entdeckt, haben die Anwender des Ayurveda und der traditionellen chinesischen Medizin ihre Potenz und Kraft seit tausenden von Jahren dokumentiert. Haritaki ist also ein ganz erstaunliches Heilmittel, das die Gesundheit ganz dramatisch verbessern kann. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie ihm einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie auch diesen Kanal für die nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.